Mein nächstes Projekt, was ich mit euch teilen möchte, ist ein Auftrag für eine Firma, die Gullideckel herstellt. Muss ich ein Bild malen? Ist eigentlich cool, wenn man so nah da dran geht. Ich glaube, das ist lustig, ne? Hi. Das hier war der Entwurf. Wie muss denn? So rum. Eigentlich müsste er besser so rum. So rum. Ne, ich mache den so. So rum wird das nachher. Und zwar soll es ein heiß glühender, zu flüssigem Eisen zersplashender Gullideckel sein. Und man sagt, glaube ich, Kanaldeckel dazu. Ich sag trotzdem Gullideckel. Das war der Entwurf. Ich habe 3 Entwürfe gemacht. Für den Entwurf haben sie sich entschieden. Und jetzt muss ich erstmal eine Leinwand bauen. Bei dem Hämmerchen nehme ich immer noch zusätzlich ein Klötzchen mit dabei, weil wenn ich gegen das Klötzchen haue, dann haue ich das Klötzchen kaputt, aber ich haue nicht den Rahmen kaputt. Ein gezielter Schlag! Und auch mal passt das. Jetzt kommt der Leinenstoff ins Spiel. Und zwar muss man den nur einmal einschneiden und dann kann man den abreißen. Der reißt immer gerade. Oh, nee, in die andere Richtung. Das ist mir noch nie passiert. Was soll das denn? Der reißt immer gerade. Ah. Da muss man sich gar keine Gedanken machen, wie man das abschnippelt. Mann! Das ist mir doch nicht passiert. Das ist doch nicht so. Das sind alles Reststücke. Wir kommen hier wirklich an die Kapazitätsgrenze meines Tisches. Hier sind immer so eklige Bänder und so. Und die gucken dann nachher unten irgendwie raus. Und das ist hässlich. Das ist scheiße. Und deswegen schlage ich das immer noch einmal um, so, und tacke das dann erst fest. Und dann immer so richtig schön parallel zu dem Holz, dann hat man nachher so eine richtig schöne, gleichmäßige Einleinwandierung. Oder wie man das sonst nennt. Abschneiden können wir immer, dran schneiden ist ein bisschen schwierig. Wie beim Friseur, da geht das auch nicht. Hier wieder diese ganzen hässlichen Bänder, die werden einfach mit eingetüttelt. Eigentlich könnte man sogar noch hergehen und sich eine Schablone machen, damit die Abstände zwischen den Tackernageln immer alle gleich sind. Aber das finde ich dann auch schon wieder ein bisschen krank. Dann sieht es nachher wieder aus, als wäre es gekauft. Es muss ja schon auch noch ein bisschen danach nach Arbeit aussehen. So ein bisschen selbstgemacht, darf es schlecht aussehen. Aus der Hand des Kunstmalers gefertigt. Dann sieht man das, ich spanne jetzt, dann gehen die Falten schon raus und wenn ich die andere Seite dann noch hinten gespannt habe, dann hat man gar keine Falten mehr. Die Eckchen, da mache ich immer solche Knödel und zwar mache ich die immer so, dass wenn dann die Seite umgeschlagen wird, ich zeige das mal hier vorne, dass immer in die Richtung, weil das wird ein Querformat, das bedeutet, dass diese umgeschlagene Seite oben und unten sein wird und ich mache sie immer so, dass wenn ich weiß vorher, was das für ein Format werden soll, dass immer diese umgeschlagenen Ecken oben und unten sind, dass man, wenn man von der Seite drauf guckt, auch eine schöne Kante hat, weil das ist ja die einzige Kante, auf die man guckt, wenn man denn drauf guckt. Flums. Für die Grundierung nehme ich eigentlich immer irgendwelche alten Wandfarben, die ich noch bei mir rumstehen habe. Man darf am Material nicht sparen, aber man soll es auch nicht verschwenden. Man darf Material. Ja. Jetzt einmal der Lichttest. Mal gucken. Ideal. Man sieht, dass man nichts sieht. Wunderbar. Wenn jetzt hier irgendwo noch Löcher gewesen wären, dann würden die so richtig durchscheinen, aber haben wir nicht. Weil ich so akkurat gearbeitet habe. So, jetzt darf die Leinwand erstmal trocknen. Da ich die Leinwand ja jetzt nicht bei mir in meinem Atelier sprühen möchte, weil da habe ich auch meinen Mac stehen und so weiter und so fort, mache ich das bei mir in der Garage. Hier ist auch mein Dosenlager, wie man im Hintergrund sehen kann. Hier habe ich immer so 500 bis 1000 Dosen immer gelagert. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Auf jeden Fall einige. Und jetzt werde ich erstmal die Leinwand gelb machen. Schütteln ist wichtig. Damit bin ich zufrieden.
alles, was wo ich dann nachher durchsprühe, wo ich den Hintergrund durchsprühe, muss quasi freigelegt werden. Das ist ja genial. Das ist ja gigantisch. Nein, ich muss weiter rüber. Ja, jetzt passt das. Laufen wir eben rüber zur Garage und hol die Leinwand und dann werden wir das miteinander vereinen. So macht der Profi das. Das wird jetzt wieder eine Stunde dauern, bis ich das alles abgeknibbelt habe. Meine absolute Lieblingsfarbe, der Orange. Und den Rest müssen wir dann mit dem Pinsel machen. Ich lasse das einfach trocknen und den Rest, den mache ich einfach morgen. Ich habe jetzt alle Folien abgeknibbelt und werde jetzt mit Acrylfarbe und mit Pinseln werde ich jetzt da die ganzen kleinen Details ausarbeiten. Bin jetzt erst unten mit so einem dünnen Pinsel angefangen, aber eine große Leinwand, die braucht schon ein bisschen was Dickeres. Also da muss ich ein bisschen mehr rotzen und ein bisschen mehr Farbe reinmachen. Und deswegen werde ich jetzt den kleinen Pinsel beiseite legen und das Ganze noch ein bisschen mehr, also mehr aus dem Schwung raus arbeiten. Da ist dann auch der Firmenname zu sehen. Und auf dem Entwurf ist der ja hier unten. Also, Herrgott. Also da. Und dann wäre der ja auf dem Kopf. Und das finde ich irgendwie ein bisschen bescheuert. Deswegen mache ich den jetzt auf die Oberseite und drehe dann die Beschriftung, die hier unten ist, um und mache die dann dahin. Acrylfarbe trocknet ja eigentlich schon ziemlich schnell. Aber weil ich ein ungeduldiger Mensch bin, benutze ich immer noch den Föhn und föhne nochmal darüber her. Meine Palette ist übrigens nichts anderes als einfach nur ein Brett. Kostet auch nicht so viel. Da gehe ich dann einfach so drüber. Einfach so ein bisschen wubbelig da drüber. Muss auch gar nicht so genau sein. Ist ja Kunst. Und dann ist das richtig schön am Leuchten, ne? Haben wir's. Und der Meister ist fast zufrieden. Um der ganzen Sache noch ein bisschen mehr Struktur hier zu verleihen, kommt Kies ins Spiel. Und dann habe ich hier so erstklassige Indoor-Sprühdosen auf Acrylbasis. Die sind sehr cool. Jawohl! Das wird geil. Ah! Ah, da kann noch mehr. Der Kies ist unendlich wiederverwendbar. Das sieht jetzt noch aus, als wäre das so eine helle weiße Farbe. Aber der Klarlack, der ist halt, am Anfang ist der weiß und der trocknet dann transparent ab.
nächstes müssen wir den Schattenfugenrahmen mit dem Keilrahmen verbinden. Auch hier mache ich alles frei nach Augenmaß, weil ich finde, ich bin ja schließlich Künstler, ne? Ich bin ja kein Mathematiker. Die Schrauben sollten auf gar keinen Fall zu lang sein, weil sonst kommen sie vorne wieder raus. Sind nicht zu lang. Ein Glück. Ist das schön geworden? Ich sag ja, wenn eine Leinwand von hinten genauso schön ist wie von vorne, also von der Akkuratheit, wie sie gebaut ist, dann ist das geil. Boah, ich will nicht mehr raus. Au! Diesen Papierröllekes, die ich da reingesteckt habe, habe ich quasi mir den Rahmen so ausgerichtet, dass der ringsumlaufend überall dann 5 mm Platz hat, damit das danach auch ganz richtig schön mittig ist und schön passt. Herrlich! Man sieht so die Verarbeitungsspuren trotzdem, hier habe ich ein bisschen mit dreckigen Pfoten angefasst. Es ist handgemacht, es ist sauber. Aber es sieht aber auch nicht aus wie gekauft. Und das ist geil. So. Die Leinwand ist fertig. Richtig schön akkuraten, schicken Schattenfugenrahmen. Sie schwebt förmlich in der Schattenfuge. Mega cool. Moin! So. Oder hier vorne, dieses MPA, NRW, das ist richtig so, wie das so in diesen hier unten die Splashes, wie das so richtig so eintaucht, so BAM! Sehr geil! Ich freu mich! Jetzt müssen wir mal bei der Firma anrufen und fragen, wie wir das Ding da überhaupt rüber bekommen. Sieht das bescheuert aus. So, ja, die Leinwand ist letzte Woche Freitag, haben wir sie schon abgeliefert. Und jetzt werde ich mal mit dem Roller da vorbeifahren und mal gucken, ob die auch ordentlich an die Wand gedübelt haben. Ich habe mir hier an den Roller so ein Stativ dran gemacht. Das ist fachgerecht. So wird das fachgerecht gemacht, mit ordentlich Kreppband. Kreppband ist wichtig. Okay, wir machen es wieder rein. Ja, okay, also die Aufnahmen bei Amspec selbst waren dann jetzt nicht so aussagekräftig. Ich hatte noch ein paar mehr Aufnahmen gemacht, die sind aber leider nichts geworden. Ich hoffe, dass es euch das Video trotzdem gefallen hat. Lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und auf zum nächsten Projekt!